Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest. Wir machen weiter mit Bodos Erinnerungen. Ja, er hat eine gute Zeit hier gerade. Fette Party, er hat nämlich Geburtstag. Mal gucken, ob ich den... ja, okay, ich soll den kleinen Jungen folgen. Sandy Boy will mit seinem Opa spazieren gehen und ihm allen zeigen... Lass ihn nicht warten, hörst du, Vater? Okay. Ich möchte mal was von einer Torte haben. Mann. Die sieht gut aus. Schöne Erdbeeren. Also ich möchte Erdbeeren verputzen, den Rest können die Gäste haben. Komm schon, Opa, mir nach. Alles klar. Du bist ja beliebt, Opa. All die Gelehrten haben mir erzählt, wie unglaublich schlau du bist. Du bist wunderbar. Oh, hör schon auf. Ich kriege noch einen roten Kopf, aber es ist gut, dass du dich mit den schlauen Leuten unterhältst, Sandy Boy. Ein König muss solche Dinge wissen. Ich werde es dir zeigen, Opa. Ich werde fleißig lernen. Also, ich weiß so viel wie du. Gehen wir hier rüber, Opa. Okay. Will er mich nur den Gästen vorstellen? Hui, sind das echte Zirkuskünstler, Opa? Von denen habe ich bisher nur gelesen. Ah, das ist wahr, Junge. Na, dann müssen wir wohl bald mal eine Reise nach Galapolis unternehmen und das Zirkuszelt besuchen. Du wirst so Augen machen. Juhu, werden wir das wirklich tun? Ehrenwort? Ja, ganz großes Ehrenwort. Hurra, jetzt hier lang. Okay. Moment, mir fällt gerade was auf. Die Erinnerung ist fake. Eschenburg wurde angegriffen, als er noch ein Säugling war. Warum komme ich darauf erst jetzt? Er kann ja nicht so alt sein. Opa, ist es wahr, dass der Mann da drüben zwar bei einem Kampfturnier in Swistanbul gewonnen ist, auch ohne nur einmal zuzuhauen? Ja, wir haben ihn ausgebildet. Oder ihn dahin geschickt. Ja, manchmal braucht er nichts als das Glück auf seiner Seite. Man weiß nie, was das Leben als nächstes bereithält. So bleibt es spannend. Wenn du also mal schwer haben solltest, dann denk einfach dran, dass sich alles ändern kann. Wenn du nicht aufgibst, kannst du kein Blatt wenden. Kannst du das Blatt wenden? Ich muss lesen lernen. Verstanden, ich werde niemals aufgeben, egal was auch passiert. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir rumzugehen, Opa, aber jetzt habe ich Hunger. Ich hab's, wie wär's mit einem Stück Torte? Es wäre nämlich meine Idee, die größte Geburtstagstorte aller Zeiten zu backen. Alles klar. Okay, merkt er vielleicht, dass das nicht Realität sein kann oder nie passiert ist? So, Dunbrassil has they been destroyed. And Eleanor and Erwin are living here happily with their boy. Whatever this place is, whatever's going on, I know it can't be real. This is for Grandpa. That's nice. By golly, I could stay here forever. Nein, Bodo. Ist zwar schön hier, aber es ist keine Realität. Oh, my poor wee soldier's fallen down. Oh, there, wee man. There's no need for that. Ah, endlich erinnerst du dich an wichtige Sachen. That's it. It's all coming back to me. We were defeated. And then the darkness came. When I woke, I was all alone. I prayed that my pals were still alive, but I knew I couldn't rely on that. So I set out to find a way of taking on the Lord of Shadows by myself. Yes. So, I sought out Grandmaster Pang. I was trying to convince her to train me, but that means all this must be. What's the matter, Grandpa? I'm sorry, laddie. I've somewhere I need to be. Things I need to be doing. Well,
What? You mean you're leaving? Aye, that's right. I hate to go. Really, I do. But maybe one day you'll understand. You be a good boy now. Something tells me you'll do just fine. So, erzählt sie es mir mal endlich, wozu das Ganze sein soll? Was denn, Euer Majestät? Ihr werdet doch nicht aller Ernstes ein Fest verlassen, das in vollem Gange ist. Doch, werde ich. Hier wartet euch grenzenloses Glück, wisst ihr? Freude, Gelächter und alle möglich schönen Überraschungen. Wollt ihr das alles wirklich hinter euch lassen? Ja, es ist aber nicht Realität. I can give you what you want, Your Majesty. But can I ask why you want it? Because of more important things to be doing. Das ist eine gute Antwort. There's a world needs saving while I'm dallying here in Dreamland. Lovely as it is. I should be toughening up, not going soft in the head. I need to be with Grandmaster Pang learning how to defeat the Lord of Shadows. And I need you to take me to her right now. After all the effort I went to, honestly, do you think I like dressing up as a bunny-eared bimbo? Grandmaster Pang! You can't be serious! It was you all along! Wait. This is... wo bin ich denn jetzt gelandet? da war mir eben das schöne Schloss aber lieber. Das sieht sehr, sehr dunkel hier aus. Abodo scheint die gute Dame zu kennen. Das ist schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen. Was steht da dran? Wenn ein helles Zeichen einst die finstere Firmament durchbricht, zeigt die Sonne am dunklen Himmel drohend strahlend ihr Gesicht und vertreibt alsbald die schwarze Nacht mit ihrem heiligen Licht. Mhm. Welcome to the place where lost souls gather. The place between worlds. This is the void. And you are courageous indeed to have ventured here. Not all of my students would dare. It's an honor to see you again, Grandmaster. Contentment is complacency. Happiness is inertia. You did well to refuse its temptations. So it was all a test then? Indeed, it was. But you were not deceived by my illusions. You were not seduced by the fantasy of an easy escape. It's a start. Yes! Passed with flying colors! So you'll train me, eh? You still have not learned to listen, I see. I said it was a start. There is work to do yet if you are to prove yourself truly worthy. You what? You must show me that you have not been neglectful of your training, that you have been diligent in your daily practice. And there's only one way to truly make sure of that. Okay. What? Not the naughty stick. And you've taken to wielding two of them, I see.
Oh, Crivens! I'll not get out of this without a bruise or two! But if that's what it takes, then so be it. Do your worst! Yeah! Okay! Die beiden Handeklatschen machen mir auch ein bisschen Angst, aber Bodo schafft das schon. Okay, Ausweichchance ist leicht gestiegen, das sollte aber egal sein, wenn ich mit Zauber angreife. Was machen wir denn? Ich muss mal mit Bodo mich erst wieder einleben, was am mächtigsten ist. Ich versuche mal das hier. Ja, das sieht gut aus. Okay, die greift doppelt an. Okay, sie hat auch zwei Waffen, ne? So, das hat 100 Schaden gemacht und so. Und die andere Zauber ist Knack. Das ist diese Eiszapfregel. Mal gucken, ob der mehr Schaden macht. Ein bisschen weniger. Okay, wir können auf die andere Attacke zurückgreifen. So, jetzt sollte ich mich aber erstmal heilen. Multi-Heal! Ja, das hat mir viel gebracht. Ich bin genauso schwach wie vorher. Komm, einmal können wir angreifen. I'll let you off this time. Ach nö. Ah, nice. Aber die ist immer noch voll. Lol. Was heißt voll? Aber noch nicht mal gelb. Das könnte knifflig werden. So, jetzt muss ich mich spätestens heilen. Oder kann ich was bei Fähigkeit machen? Erlöst ein Verbündeten von einem Fluch. Ja, 22. Eine Hitzerisch. Das hätte ich auch am Anfang des Kampfes machen können. Jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ansonsten. Ah, das ist. Ah, ich muss mehr Heilung machen. Mehr Heilung ist effektiver. Weil ich alleine bin. Multiheilung ist ja für die ganze Gruppe. Das hatte ich vergessen. Okay, jetzt kommt was Heftiges wahrscheinlich. Ah, nee. Ihre Dings geht hoch. Also, dann mache ich mal heilende Hexerei. Wenn meine Zauber dadurch gestärkt werden. So, dann gucken wir mal, was das mir bringt. Eben habe ich 100 Schaden gemacht und jetzt? Immer noch 100, ja. Okay, wir neutralisieren uns, glaube ich, etwas. Surrender your soul! I've held back until now. But no longer. Your work is not done. Als ob! Sie holt Unterstützung! Was soll das? Was ist das? Hau den Gaul des Grauens da weg! Und mir gehen gleich die MP aus. So, der Gaul ist erstmal weg. Das ist wichtig. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor ihr. Okay, das ist gut. Gut! Aua. So, einmal kurz heilen. More heal. Ja, sie wird gleich wieder was Heftiges machen. Aber noch. Ah, sie ist noch gelb, ne? Ah, sie ist mittlerweile. Rot. Ich glaube noch zwei Attacken und dann ist sie weg. Ja, einen kann ich mir noch erlauben, ein Hit. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, MP sind gleich alle. Habe ich gewonnen? Ja, Mann! Oh, I need a wee sit down. Oh.
Perhaps you have not been as lazy as I feared. But you are still not ready. Wait. I... Still, your resolve is clear. You have shown me how much you are willing to endure in order to take on the Lord of Shadows. Perhaps you are as ready as you'll ever be. You're serious? You mean it's time? It is. You will be trained in the most closely guarded secrets of our art. But were you to undergo the full course of study, the physical body you have left behind would wither and die. As such, your training must be accelerated, and the work of years condensed into mere days. But it will not be easy. Are you ready to open the gates of hell and see what lies beyond? You bet I am! Have the best teacher there is to guide me, and I'll gladly follow her wherever she leads me. I am very happy to hear it. By the way, the whole bunny girl thing, you were more than a mite convincing, Grandmaster, I have to say. I could have sworn you'd swanned in straight off the cover of a vintage issue of the Ogler's Digest. There is more to me than meets the eye, you know. I, too, was young once upon a time. So alt sieht sie gar nicht aus, um ehrlich zu sein. Hang on a minute. What do you mean by that exactly? Do not question your master. You have training to be doing. We will make it easy to begin with. 10,000 press-ups. On your knuckles. 10,000! Oh ja! Tja, Bodo, dir steht, glaube ich, eine harte Zeit bevor. Okay. Dann steht wahrscheinlich jetzt die nächste Geschichte auf dem Programm. Es sind nur noch Serena und Veronica übrig. His friends still live. His friends still fight. Their cause is not forlorn. The night is dark and dreadful, but we may yet see the dawn. Though Erdria is racked with darkness, suffering, and pain, the luminary's light can shine upon this land again. Was? Warum gibt's keine Side Stories von Veronica und Serena? Was soll das? Was zur Hölle? Svenniboy hat die Kraft des Lichtbringers verloren. Ja, und die Kraft des Fisches erhalten, oder was? Ich habe mehrere Fragen, aber die... hauptsächliche Frage ist, warum? Hast du da draußen eine Antwort für mich? Oh, you're awake! You're alert! You're alive!
Your breath was getting shorter, you couldn't breathe the water, but look at you now! It's an unequivocal miracle! Queen Marina! Ach, ihr habt mich in einen Fisch verwandelt, damit ich nicht verrecke, oder was? Das ist ja nett. Kann ich mit dir reden? Es ist wunderbar, dass ihr endlich erwacht seid. Nach euren Schutz im Meer schlieft ihr für eine lange Zeit. Hier unten sind wir sicher, doch das Land herrschen Jammer, Not und Tod. Sprecht mit Queen Marina und so warm, was dort droht. Ihre Majestät erwartet euch in ihrem Palast, nördlich von hier. Wenn ihr wieder bei Kräften seid, so begebt euch besser zu ihr. Oh, hör auf, in Reim zu sprechen. Kann ich auch schneller? Erstmal sammle ich hier alles ein. Bevor ich hochgehe. Ich kann, glaube ich, hier mit diesen Strömungen nach oben. Na, vielleicht gibt es hier noch Sachen zum Sammeln. Kann ich da oben rein? Komm, 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 das schaffst du! Wer bist du? Von mir aus. Ich mache mir nichts auf materialen Werten. Ich kann andere Sachen gebrauchen. Vor allem könnte ich gerade jemanden gebrauchen, der mich fucking zurückverwandelt. Falls das möglich ist. Ah, okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay, gehen wir zur Königin Marina. Die hoffentlich ein Ahn viele, viele Antworten für mich bereithält. Wichtigste Frage ist, wie kann ich zurückverwandelt werden? So, bring mich nach oben. Lichtbringer, ihr habt euch überraschend schnell wiederholt. Habe ich recht, wenn ich vermute, dass ihr die Königin besuchen wollt? Ja, hast du. Dann legt eure Flosse in meine Hand und ich begleite euch in den Thronsaal ihrer Majestät. Es wird sicherlich sehr erfreut sein zu sehen, dass es euch wieder besser geht. Mhm. Da ist sie. You say our guest has finally recovered from his wounds? Then let us expedite the plan. It must be done, and soon. Your Majesty! Don't fear for me. I'm not done yet. Until my work is finished, I'll find the strength to carry on. I shall not be diminished. Das Gesicht! Ah, there you are, old friend. Or should I say, new fish. You Sehr make witzig. A finer flounder than I'd ever dared to wish. Machst du doch einen Fischwitz! When first my subjects brought you here, it gave me such a shock to see you bruised and broken like a ship wrecked on the rocks. The Lord of Shadows thinks you dead. The sea swarms with his spies. I changed you to this fishy form to hide you from his eyes. Mm-hmm. Keine schlechte Idee. Many troubled months have come and gone since your arrival. As you slept, my healers strove to safeguard your survival. You cannot know how glad I am to see you fully healed. But soon the spell will fade, and you must once more take the field. I have a plan to see you safe. That's all I've ever wished. If all goes well, you'll soon know what it feels like to be fished. Was soll das heißen? Forgive my haste. These strange events must take you by surprise.
You have so many questions. I can see it in your eyes. Mhm. I saw you battle bravely by the World Tree's holy heart. I saw the Lord of Shadows tear your fellowship apart. I saw you strive to fell the fiend, and how your plans were vexed. When you are ready, follow me to see what happened next. Okay. Komm, schwimm, schwimm! Ah ne, da ist die Tür. Ja, da gehen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge rein. Und dann erfahren wir ein bisschen mehr, was in der Zwischenzeit passiert ist anscheinend. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo hier und bis zum nächsten Mal. Ciao!